Namen der Oberförsterei, Name. Jawohl. Herzliche Glückwünsche zum 125-Jährigen. Richtig. Und wenn ein paar dazugehören von euch, die 125 Jahre erst mal alt werden. Macht ja nicht. Nichtsdestotrotz weiterhin hoffe ich auf gute Zusammenarbeit, ja, ich auch. Dass wir uns im Wald nicht so oft sehen. Genau so ist es. Danke. So, herzliche Glückwünsche. Und naja, so als Postsymbol, soll ich sagen. Ich hab's dir nämlich in das Büro gesagt. Genau. So was bräuchte ich noch für euch. Waldbrandtafel. Hallo. Glückwünsche. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Hier steht ja die neue Ortsverfügung. Du musst eine neue Ortsverfügung für euch hören, ne? Ja. Glückwünsche dich zu deinem neuen Amt. Ja, danke. Ja. Herzlichen Glückwunsch und bald. Das trifft er zu. Grüß dich. Der kommt danach. Genau, machen wir nachher. Guten Tag. Das ist der Löhner. Wer leider? Alles klar? Jawohl. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl. Genau so ist es. Hast du den Scheck mitgebracht? Also, selbstverständlich. Guten Tag, Herr Kater, ja, nicht gesehen. Gibt doch was dafür Geld. Hallo hier. Hallo. Im Namen aller Kameraden der Feuerwehr Schöner und Kolpin. Jawohl. Mit Glückwünsche zu eurem Jubiläum. Danke. Immer eine hohe Einsatzbereitschaft und wenig Einsätze. Jawohl, danke. Damit, was zu löschen habt. Ja. Und kleines Anhängsel. Auch kleines Anhängsel. Damit er nicht bloß Fusenhauer hat, sondern auch für viele Kammerwurst. Das ist immer gut. Dankeschön. Ja. Wunderbar, dankeschön. Ja. So, ich will auch alle gratulieren und alles Gute wünschen. Danke, Auer. Der Kameraden und Kameraden. Die Urkunde darf ich überreichen. Danke. Und dann habe ich eine Tüte natürlich aus der Apotheke mitgebracht. Ja. Nach Einsatz, damit er bei Beruhigungstropfen nehmen konnte, ein paar Herztropfen. Ja. Die brauchen wir auch immer. Aber die Tüte nehme ich auch. Die Tüte, aber was hat sie drin? Ja, ich muss uns nicht organisieren. Ja. So, was hat drin? Oder? Matthias! So, jeder muss mal abgeben. Ja, Joko, schließen wir uns an. Jawohl, danke. Herzlichen Glückwunsch zu eurem großen Jubiläum. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Wir haben euch ein bisschen was anderes mitgebracht, als man vielleicht denkt oder so. Oh, Pokale und Schnaps hier. Der Zimtstoff. Genau. Aber sollte man irgendwann eine ruhige Minute haben, dann kann man mal ein bisschen was. Wir haben Führer an. Ja. Immer. Wenig Einsätze, spektakuläre Riso. Und immer in der Handbreit Wasser empfangen und vor allen Dingen gesunden Nachwuchs. Dafür bist du zuständig. Das ist eine kleine. Ich muss dazu sagen, wie es Knut schon sagt, Pokale bringen sie alle. Bis, wenn ihr mal eine ruhige Minute habt, genauso und dass wir was auf dem Eis draufstellen können, dafür ist eine kleine Zugabe. Okay, danke. Ja, alles klar. Ja, weiter in gute Zusammenarbeit. Danke. Grüß dich. Ja, und? Ja, was haben wir hier? Sehr schön. Gratuliert nochmal. Ja, so wenig Einsätze wie möglich. Ja. Und Zusammenarbeit mit uns. Ja. Wir haben keine. Sehr schön. Nochmal. Genau. Danke. Wir haben eine Rosenauer Kameramann. Das ist ein Jubiläum. Der kommt schön. Ebenfalls. Dankeschön. Ja, für euch nachher. Hallo, schönen Dank für die Einladung. Alles klar. Kommt ihr selber heute? Der Kremser steht hier am Gerätehaus. Um wie Uhr? Ja, sie geht. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Passt. Wir wollen offiziell ein bisschen. Ja. Ja, gerne, oder? Ja, das war ja schon nicht das erste Mal. Ich wünsche euch weiterhin Spaß.
geile Kinderfeuerwehr aufzumachen. Na, da können wir mal was machen. Da passt mal die Kinder und Mitarbeiter der Einrichtung hier in der Feuerwehr. Ich weiß mal, herzlichen Glückwunsch. Hallo Herr Jahre. Schön, dass Sie hier sind. Wow. Sehr gut, das ist jetzt. Sie warten jetzt auf den Tür. Der steht schon. Ja, der muss gleich immer schon. Ich denke mal, dass wir jetzt wieder öfter sehen werden. Ja. Kann ja. Sie machen. So. Oh ja, uns wieder. Ja, ne? Danke. Schönen Abend, Frau Mann. Gehen wir uns doch mal voll. Woher nehmen wir dich stehlen? Wo los? Hören wir mal an, von Jippes. Die alte Dame. Dame. Ist jung geblieben. Wir sind jung geworden. Und das auch mit der Feuerwehr auch alt. Wir sehen hier so aus, kalt mal geworden. Genau, danke. Verfügung. Jawohl, schön, Mama Silke. Radmol. Ehrengäste, liebe Kameraden, liebe Kameradinnen. Persönlich möchte ich auch die Feuerwehr aus Gniezno in Polen, weil wir heute die weiteste Anreise hatten, begrüßen, unsere Partnerfeuerwehr. Herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsveranstaltung. Heute ist ein Festtag für die Feuerwehr unseres Amtes, aber auch für unsere gesamte Bevölkerung, denn ihre Feuerwehr feiert heute 125-jähriges Bestehen. Ich könnte jetzt die Chronik vorlesen, unser Wehr und derzeitigen technischen Standard aufzeigen, dazu verdiente Persönlichkeit würdigen, die unsere Wehr im Laufe der Jahrzehnte geprägt und gefördert haben. Das alles, meine Damen und Herren, können Sie ausführlich und bebildert in der oben stattfindenden Ausstellung nachlesen. Ferner möchte ich an dieser Stelle Dank sagen meinen Stellvertretern Steffen Kaiser und Nico Richter, an unserem Amtsbrandmeister Herrn Frank-Uwe Wiener sowie dessen Stellvertreter Christian Müller. Allen Mitgliedern, alt und jung, die in treuer Pflichterfüllung
der Gemeinschaft dienen. Alle Fördernden, die uns finanziell unterstützen, der Amts- und Stadtverwaltung, im Besonderen Herrn Frank Petzig, Manfred Rader und sowie Herr Tuge. Befreundete Organisationen und Vereine der Polizei Dahme, dem DRK, dem Fleming Dahme, dem Traditionsspielmannzug, der Rettungswache des ASBs und der Sportwelt in Dahme. Und nicht zuletzt alle benachbarten Wehren für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und Verlässlichkeit bei gefährlichen Einsätzen. Mein Dank gilt zudem überhaupt allen Menschen, die hier sind, sich mit uns verbunden fühlen und unserem Fest Bedeutung geben. Einen ganz speziellen Dank, liebe Kameraden, sage ich unseren Frauen, für die unseren Dienst immer Verständnis und somit auch Anteil an unserer Ausbildung und Leistung haben. Diesen Dank folgt nun ein schlichtes Versprechen. Wir werden weiterhin Gesundheit, Hab und Gut aller Bürger schützen. Erhalten, helfen, bergen und retten, soweit es uns in unserer Macht steht. Damit wir dieses Versprechen halten können, appelliere ich an die Jugend, aktiv bei uns mitzumachen. An alle aktiven Kameraden, weiterhin in treuer Feuerwehrkameradschaft zusammenzustehen. An allen Bürgern, die Macht, Einfluss und Möglichkeit haben und zu unterstützen, dies auch zu tun. Nach diesen Worten der Danksagung möchte ich kurz darstellen, wohin die heutige Aufgabe der Stützpunkt Feuerwehr Dahme besteht. Wir wissen alle, wie breit und vielfältig unser Einsatzgebiet inzwischen geworden sind. Das Feuer abzuwehren, wie unser Name signalisiert, dürfte zu einer Aufgabe von eher untergeordneter Bedeutung geworden sein. Technische Hilfeleistung, Maßnahmen bei Unfällen mit Gefahrstoffen, aber auch der Einsatz bei Not- und Katastrophenfällen dürfen häufiger gefragt sein als sein Kampf gegen den Roten Hahn. 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr, Dahme, umreißt einen Zeitraum, der mehrere Generationen einschließt. Vieles war vor 125 Jahren entstanden, hat sich nicht bis heute gehalten, obwohl vielleicht es sehr wichtig gewesen wäre. Worin liegt nun eigentlich das Geheimnis der Freiwilligen Feuerwehr? Was hat sie, was andere Einrichtungen offenkundig fehlt? Was macht ihre Faszination, was ihren besonderen Reiz aus? Bei der Feuerwehr geht es ohne Frage spannend zu. Nervenstärke ist gefragt, Gefahren drohen, aber ich bin der Auffassung, dass etwas anderes noch viel entscheidender ist, nämlich das Gefühl, gebraucht zu werden. Und dieses Gefühl tut gut. Bei einer Festrede sollte man sich nicht festdrehen. Deshalb will ich uns allen nun noch einen harmonischen Verlauf unserer Jubiläumsfeier wünschen. Ich erhebe jetzt das Glas und wünsche uns einen schönen Abend und sage Prost. 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 Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden, sehr geehrter Ortswehrführer Carsten Schmidt, ich möchte euch zu eurem Jubiläum aufs Herzlichste gratulieren. In den letzten Jahren waren die Weichen für ein kameradschaftliches Beisammensein nicht so gut gestellt. Aber in den letzten zwei Jahren haben wir uns einen Weg zur Kameradschaft neu geebnet und verfestigt. Ich hoffe, dass ihr diesen Weg unter der Führung von Carsten, Steffen und Nico ausbaut und lange, lange gehen werdet. Im Gemeindeleben spielt die Feuerwehr eine wichtige Rolle. Als Ordnungsfaktor, als Initiator gesellschaftlicher Veranstaltungen, als Förderer der Jugendarbeit, aber vor allem und an erster Stelle sichert die Feuerwehr den Brandschutz und bewahrt Menschen, Tiere und Sachwerte vor Schaden und Schmerz. Ich verspreche euch, meine Arbeit als Amtsbrandmeister im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich wünsche euch für die nahe und ferne Zukunft viel Kraft, menschliche Geschicklichkeit und eine immer anhaltende Kameradschaft. Gut wär. Ja, jetzt fehlt mein Stellvertreter, den möchte ich entschuldigen. Der muss leider noch arbeiten, aber ich möchte es doch nicht in der Schachtel überreichen.
Ja, sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden, werte Gäste, als Träger des Brandschutzes ist ja das Amt Dame Mark, möchte ich natürlich nicht versäumen, allen zu diesem besonderen Jubiläum zu gratulieren. Und viele Worte wurden schon gesagt und ich kann mich da nur anschließen, dass die Wehrdame kameradschaftlich zusammenarbeitet und bei allen Einsätzen, die eben doch mehr sind als bei den anderen Wehren, sonst wäre es ja auch nicht Stützpunktwehr, dass die Kameraden das alles gesund überstehen. Und wir als Träger haben ja manchmal ganz schön Bauchschmerzen, weil vor 125 Jahren, denke ich mal, waren die finanziellen Aufwendungen für die Feuerwehr vielleicht nicht so wie heute. Also wenn man rechnet, so ein neues Feuerwehrauto unter 400.000 ist da nichts zu machen. Da haben wir schon ganz schön Probleme. Aber ich denke, wir versuchen zumindest die Stützpunktwehr, wie auch die anderen Fahrzeugwehren, auf einen Stand zu halten, der die Gesundheit der Kameraden gewährleistet, wenn sie im Einsatz sind. Ich wünsche für heute und für morgen, morgen haben wir ja noch den Amtsausscheid, einen guten Verlauf und natürlich auch ein paar frohe, angenehme Stunden. Herzlichen Glückwunsch! Ja, liebe Kameradinnen und Kameraden, werte Gäste, wenn man so durch die Lande fährt und sich mit den Leuten unterhält, was ist eigentlich Feuerwehr, das ist eigentlich traurig, da viele eigentlich nur wissen, sie ist rot, sie löschen nach dem Einsatz noch mehr, ansonsten haben sie einen Pieper und rennen wie wir durch die Gegend. Aber wir haben ja, Kameraden, 125 Jahre Feuerwehr. Ich habe mal ausgerechnet, das sind ungefähr 58,9 Jahre an Zeit, was die Kameradinnen und Kameraden dem Ort, der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Reine Zeit, das ist eigentlich absoluter Wahnsinn. Ja, dafür recht herzlichen Dank von Seiten des Landesfeuerwehrverbandes und vor allen Dingen auch vielen Dank für eure Einsatzbereitschaft und ich möchte mich eigentlich auch in der Form bedanken. Ich habe eine Urkunde für euch mitgebracht und möchte euch für 125 Jahre Feuerwehr, 125 Jahre im Dienst unserer Bevölkerung die Ehrenschleife des Landesfeuerwehrverbandes überreichen. Liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe werte Gäste, die Stadtdame hat in ihrer Geschichte oftmals erlebt, wie wichtig Feuerwehren sind. Und da jetzt die Aufgaben einer Feuerwehr doch andere geworden sind und ihr immer stark und kräftig sein müsst, haben wir uns erlaubt, euch ein kleines Präsent zu geben, einen Scheck über 600 Euro, das Geld habt ihr schon. Ihr wollt ja euer Fest hier gestalten. Und unser Bürgermeister hat noch eine kleine Verstärkung mitgebracht. Also eine schöne Feier und für die Zukunft alles Gute und ich sage immer nur Harmonie. Liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, werte Gäste, speziell der Gruß gilt natürlich den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dahme zu ihrem 125-jährigen Bestehen dieser Wehr. Wie wichtig die Feuerwehr ist, wurde fast in allen Reden gesagt. Der Brandschutz ist ein Faktor, heute ist die Hilfeleistung ein zweiter. Ich muss mich nochmal bei den Kameraden von Dahme ganz herzlich bedanken, denn persönlich waren die im Einsatz, als mir das nicht gesundheitlich so gut ging vor 4,5 Jahren. Und wenn sie nur eine Beleuchtung machen müssen für einen Hubschrauber, das ist eine Hilfeleistung, da müssen erstmal welche da sein. Und dafür natürlich nochmal für alle Kameraden, die daran beteiligt waren, den herzlichsten Dank. Carsten, als neuer Wehrführer der Stadt Dahme, alles Gute. Kameradschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Wehren aus unseren Ortsteilen. Ich hoffe, dass es so geht. Thank you.
Werte Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Dahme, der Männerchor 1846 darf natürlich nicht fehlen. Schon aus dem einfachen Grunde, weil wir nämlich eine Einladung bekommen haben, für die wir uns recht herzlich bedanken möchten. Wir möchten uns aber auch recht herzlich bei euch bedanken. Wir sind ja nun eigentlich schon viele, viele Jahre miteinander verbandelt, schon durch die Räumlichkeiten, die dieses Haus für uns auch gibt. Wir möchten euch danken und gratulieren für 125 Jahre Feuerwehr. Wir wünschen euch alles, alles Gute. 125 Jahre, eine stolze Zahl. Wir wünschen euch, dass es in 25 Jahren, in 50 Jahren oder in 75 Jahren zum 200. Jubiläum von euren Nachfolgern einfach die Antwort gibt auf die Frage, wie geht's euch denn so, dass dann die Antwort kommt, na, man schlaucht sich eben so durch. Und habt ihr irgendwo 125 Jahre fantastisch geschafft, nicht um euer selbst willen, sondern für die Bevölkerung. Ihr standet immer zur Verfügung. Ob Tag und Nacht, spielt keine Rolle. Euch liebe ich sowieso immer am liebsten in der Nacht, weil ich auf der Hauptstraße wohne. Aber dennoch, alles, alles Gute für euch, für alle Kameraden. Wir leben alle von der Masse der Mitglieder. Der Männerchor genauso wie ihr. Und wir wünschen euch, dass ihr viel Nachwuchs bekommt. Ist immer nicht ganz einfach. Dennoch alles, alles Gute und gut schlaufen. Noch Quadratmeter unten gibt es meistens nicht, aber Quadratmeter an der Wand gibt es noch. Und deshalb haben wir. Ja, auch die Grundschule aus Dahme möchte zum Jubiläum der Feuerwehr recht herzlich gratulieren. Ich möchte nicht das alles wiederholen, was heute schon gesagt wurde. Unterstreichen kann ich es nur ganz, ganz dick. In der Schule, in der Grundschule bei uns bekommen die Kinder manchmal, wenn etwas ganz besonders gut gewesen ist und sie bekommen noch keine Zensuren, Smileys. Ich habe euch 6 drauf gemacht. 6 Smileys, denke ich, ist eine ganze Menge. Und das ist etwas, was wir der Feuerwehr eigentlich auch mitgeben möchten und auch ganz herzlich Dankeschön sagen möchten. Denn ohne die Feuerwehr hätten wir so manches auch an der Schule nicht machen können, wenn wir besondere Projekttage gemacht haben oder ein Schulfest gefeiert haben, wo dann die Feuerwehr mit da war. Und auch unser letzter Projekttag mit der Kreisfeuerwehr, Jugendfeuerwehr zusammen, wäre ja ohne euren Einsatz nicht möglich gewesen. Dafür nochmal ein recht herzliches Dankeschön. Zu eurem letzten Jubiläum, als ich hier war, habe ich eine Schippe gebracht für den Einsatz. Damit es besser geht, heute haben wir ja gehört, Technik ist immer gefragt, haben wir ein Auto mitgebracht und ja, ein bisschen Stich, dass es umfährt. Herzlichen Dank. Ja, liebe Kameraden, Kameradinnen, oft genug haben wir, nicht oft genug, aber ein paar Mal haben wir schon Übungen durchgeführt, das ist Training, ob nur im Bad war oder am See. Gott sei Dank noch keine echte, muss nicht sein. Und zu eurem Jubiläum möchte ich euch auch im Namen der Wasserwacht Dahme alles Gute wünschen. Und dass wir auch öfters noch ja, Übungen durchführen und zusammen eben Freude haben. An der Arbeit, ohne Dienst. Ich habe vorfristig schon den jungen Wehrführern vorhin gratuliert. Auch die Otto-Unverdorben-Oberschule beteiligt sich heute mit an dem Fest in meiner Person leider nur. Aber ich freue mich trotzdem über die Einladung, weil ich besonders schön finde, dass in der Feuerwehr, das ist in unserem Ort auch so, alt und jung wirklich nicht nur zusammen feiern, sondern zusammen arbeiten. Und das ist ja eigentlich auch Ziel unserer Schule, dass wir sagen, wir brauchen beides. 125 sind die noch nicht mal zusammen, wenn man ihre Alters-, ihre Jahreszahlen zusammenzählt, jedenfalls bei den dreien nicht.
Und deswegen können die eigentlich auch nur auf einem guten Fundament weiterarbeiten, weil es die richtig alten Feuerwehrkameraden gab. Und an die müssen wir heute auch denken. Und das möchte ich auch. Und hier vorne steht so ein Exemplar. Und ich weiß, dass die alten Feuerwehrleute und auch die mittelalterlichen, also die nach diesen hier kommen, dass die nicht so moderne Technik hatten. Und dass die wirklich oft noch mehr ackern mussten, um ihren Aufgaben gerecht zu werden. Und deswegen möchte ich jetzt als Oberschulleiterin hier der Darmenser Oberschule auch an die denken und sagen, ihr Jungen, nehmt die Erfahrungen der Alten an, aber macht selber was. Und das Schöne an der Jugend ist ja auch, dass die risikobereiter sind, das braucht man auch. Auch als Feuerwehrmann braucht man Risikobereitschaft, aber bis zu einem gewissen Grad. Man darf das eigene Leben nicht gefährden und natürlich auch nicht das Leben der anderen, die man ja schützen soll. Und ich finde so toll, wenn junge Leute solche Verantwortung übernehmen. Und die haben es auch nicht immer leicht mit den Alten. Weil die Alten immer denken, früher, wir haben das auch schon alles gemacht. Was wollen die Jungschen denn? Also man muss sich auch auseinandersetzen, man muss Konflikte lösen oder Probleme gar nicht zu Konflikten werden lassen. Und deswegen wünsche ich euch jungen Leuten alles, alles Gute. Und ich hoffe, dass aus unserer Otto-Unverdorben-Oberschule in den nächsten Jahren auch Feuerwehrleute für Dahme heranwachsen. Viele sind ja auch in den Orten schon, ich weiß es von einigen Schülern, die in ihren Heimatorten in der Feuerwehr sind. Es ist eine verdammt schwierige Aufgabe. Und heute mit dem Pieper ist es zwar ein bisschen einfacher, die sind ja schon da, wenn die Sirene losgeht, weil sie vorher durch den Pieper schon informiert wurden. Aber sie müssen immer dabei sein. Und ich kenne richtig tolle Leute und hier in Dahme wünsche ich euch alles, alles Gute. Bleibt vor allen Dingen gesund. Und schmeißt nicht das Handtuch, wenn die Freundin ruft, sondern versucht, die in den freien Zeiten zu beglücken. Also, auf den Frauen, alles, alles Gute. Auch der Traditionsspielmannszug von Dahme möchte zum 125-Jährigen gratulieren und meine Vorredner möchte ich unbedingt unterstützen. Wir brauchen nicht nur junge Feuerwehrleute. Wenn man uns so sieht, wir brauchen auch junge Spielleute. Nachwuchs wird an allen Ecken und Enden gebraucht. Und ich denke mal, in den 4,5 Jahren, wie wir jetzt so existieren als Traditionsspielmannschaft, haben wir uns äußerlich auch schon ein bisschen der Feuerwehr angenähert. Und wir haben uns auch mit den Jahren eigentlich ein gutes Verhältnis aufgebaut. Und sind froh, dass wir so eine aktiven und junge Feuerwehrleute hier haben. Dazu nochmal unseren herzlichen Glückwunsch. Ein kleines Andenken noch mit dazu. Es wurde viel erzählt, aber ich denke mal, man weiß immer erst, wenn es ernst wird, wenn es brennt oder wenn ein Unfall passiert ist, wie wichtig eigentlich die Feuerwehr ist. Nochmal alles Gute. Ich möchte denn jetzt das Buffet eröffnen und der Traditionsspielmannshof spielt noch ein, zwei Lieder. Danke. Zum Glück, es gibt ja die Feuerwehr. Wir, die Fleming-Damen, möchten uns für die Einladung zum 125-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Dahme bedanken und gleichzeitig recht herzlich gratulieren. Wer wird schon so alt und ist trotzdem noch fit wie ein Turnschuh? Unsere Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Dahme. Alle diesen Helfern wollen wir unsere Hochachtung zum Ausdruck bringen. Es ist an der Zeit, Danke zu sagen, stellvertretend für alle, welche die Hilfe unserer Feuerwehr in Anspruch nehmen mussten. Schließlich ist es der Einsatzbereitschaft aller Kameradinnen und Kameraden zu verdanken, dass denjenigen, die in Not geraten, so schnell wie möglich geholfen werden kann. Wir wünschen allen Kameradinnen und Kameraden stets Gesundheit, Freude im persönlichen Leben und beim Einsatz immer gut Schlauch. Symbolisch überreichen wir diese Grußkarte in Verbindung mit einigen Tänzen zu eurem Jubiläum. Ich
Ich versuche an etwas sagen. Ich bin keine Dolmetscher, aber ich versuche. Wir möchten herzlich gratulieren zu eurem Jubiläum 125 Jahre. Dla niesienia potrzeby pożarniczej i potrzeby dla ludzi. Eure Arbeit ist für ganze Leute gute sein, dass die Leute willst viel helfen. Wszelkie pomyślności dla niesienia potrzeby ludzi. Und alles Gute für euch und składają serdeczne gratulacje. Dass unsere Berufswerber aus mir ist. Alles Gute und gratulieren. Und das ist schön, wenn unsere und eure Kontakte bis jetzt gute sein und jedes Jahr wir besuchen. Das ist schön und wir wollen Dankeschön zum Einladung. Noch eine kleine Anmerkung, also das ist unsere Partnerfeuerwehr aus Nesnjo. Die sind heute zu 8 gekommen, aber die anderen 4 sind weitergefahren zum Kreisfeuerwehrverband, der heute 15 Jahre alt wird. Und die haben sich heute hier einfach geteilt, die hatten 2 Einladungen und haben gesagt, Hälfte hier, Hälfte da. Wir sind jedenfalls, wir freuen uns auf das Wochenende mit den Jungs hier und ich denke, wir haben eine gute Feier noch am Wochenende. Schönen guten Abend, Feuerwehr Dahme. Beglückwünsche euch zu eurem Jubiläum. Wir haben uns ja nur vor 14 Tagen, Carsten, gegenseitig erst gratuliert, die uns zum 100-Jährigen. Ich gratuliere euch heute zu euren 125 Jahren. Bedanke mich noch recht herzlich für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren, die wir gemeinsam haben. Seitdem wir eine Fahrzeugwehr sind, habt ihr uns sehr unterstützt im Bereich der Ausbildung und habe euch noch ein kleines Präsent mitgebracht und wünsche alles Gute. So, wenn jetzt keiner möchte, dann habt ihr mal schon. Thank you.